Hi Leute, willkommen zurück. Das letzte Mal waren wir in Lorem und haben mal mit Keeper geredet. Wir schauen gleich mal nochmal rein, weil ich weiß wieder nicht, was wir eigentlich zu tun hatten. Geh mir bitte aus dem Weg. Bitte aus dem Weg, bitte. Warte, ich koche noch Kaffee. Hallo? Wenn ich dich nur treffen könnte. Aber naja. Keeper! Knochenschlüssel halten. Folge dem Fluss der Korallenküste ins Land. Entschuldigung? Der Schlüssel passt in der Höhle beim südlichen Riff. Das Höhlenmonster besitzt das legendäre Schwert. Erfährst du, wenn du mir das Schwert bringst. Also wir sind praktisch der Laufbursche. Jetzt habe ich, glaube ich, zweimal den Knochenschlüssel. Daran sieht man, dass dieser anscheinend nicht allzu wertvoll ist. Und suchen wir mal diese Höhle im Osten. Nimmst du deinen Dodo mit? Natürlich. Dede, dede, gut. Wir können uns jetzt entscheiden, was wir für eine Waffe nehmen. Aber ich glaube, ich nehme einfach das Kraftschwert. Ah, hallo. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zum Fest. Zum Blutfest. Gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Vielen Dank. Sie auch, wenn Sie erlauben. Danke sehr, sehr. Also, auf zur Höhle! Ach, wir kürzen das Ganze ab. Lalalalalalala. Übrigens kann man auch diesen Fluss entlang. Hier sehen wir mal ein paar Ebenen, wo wir vorher schon waren. Vielleicht kann man auch zukünftige Ebenen sehen. Oder Teile dieser Welt. Biome. Da gibt es leider nichts. Da könnten wir auch noch lang. Nein, doch nicht. Schneemann! Wir haben übrigens den Weihnachtsmann leider nicht gefunden. Wow. Wir sollten eigentlich diese Höhle relativ leicht finden. Ja. Die Höhle war wo? Irgendwo im Osten, hat, glaube ich, Keeper gesagt. Vielleicht war es ja die Höhle. Gehen wir einfach mal darüber. Guten Tag. Sie schwimmen eine Runde bei den Gänsefüßen. Die haben die Krokus wohl schon auseinandergenommen. Dann wären wir auch schon da. Warte auf mich. Natürlich! Hallo! 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 Und hallo! Ups. Entschuldigen Sie. Dürfte ich Sie was fragen? Dürfte ich durch diese Treppe? Vielen Dank! Fliegen. Das ist nicht gut. Wow, die nehmen keinen Schaden. Gut, wir brauchen eine etwas gröberne Waffe. Ich würde einfach sagen, das Eisschwert. Das Eisschwert. Vielen Dank. Damit können wir auch diese Gegner bezwingen. Wo sind wir hier? Oh, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, dass ich hier schon bin. Ah, Hilfe! Verdammte Axt! Nein, nein, nein! Hihi! Also, ich bin jetzt nicht davongelaufen. Das hat nur so ausgesehen. Vielleicht können wir den mit einer anderen Waffe umlegen, aber
Wir nehmen extrem viel Schaden gegen den, was mir aufgefallen ist. Der Sensenmann begrüßt uns persönlich. Hallo, Sensenmann. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Guten Tag. Oh, verdammt. Verdammt. Ja, Sensenmann. Ich glaube, wir sollten hier aber eigentlich noch nicht sein. Oh, der trifft. Der trifft. Der. Wie er seine Totenköpfe ist und nur so schleudert. Gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Also er ist mir aber sehr sympathisch. Wie er einfach mal umherfliegt und darauf wartet, dass wir einfach mal so reinrennen in ihn. In diesen Gegner. Diesen starken Gegner. Vor dem man nur etwas ausweichen muss. Nein, daneben. Schade. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Totenköpfe. Ich werde das Gefühl nicht los. Nein! Falk scheiterte und rannte nach Hause zu seiner Mutti, wo er warmes Essen und Tee bekam. Okay, wir versuchen es nochmals. Einfach so, um nochmal zu fällen. Und stellen fest, dass wir das Eisschwert angewählt haben, das sehr effektiv ist gegen diesen Gegner. Zwei Schläge und der ist weg. Aber ich glaube, mit dem Kraftschwert, naja, wenn wir nicht weit kommen. Wir nehmen mal das Flammschwert. Flammschwert, sage ich schon. Die Peitsche. Damit dürfen wir ihn einige Male treffen. Weg da. Vielen Dank. Guten Tag. Wollen Sie ein paar Totenköpfe kaufen? Mehr Totenköpfe für Sie? Für Sie, nur für Sie. Totenköpfe. 2,99 das Stück. Wo hast du deine Haut gelassen? Aber fühle ich deshalb nicht. Uhuhu. Nein! Nein! Das war ein Kombi-Angriff dieses Gegners. Und schon ist er weg. Wir haben den Tod bezwungen. Massenbevölkerung! Yay! Yeah! Sensenmann besiegt. Du hältst den Bombenzauber. Zauber lernt. Bomben. Aber eigentlich hätten wir hier gar nicht lang gemusst. Das war eigentlich ein, wie sagt man, ein Ausflug zum falschen Ziel. Wir hätten da lang gemusst. Bombe! 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 Okay. Bombe! 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 Ja. Bombe! Verdammt, das hält zwei Schuss durch. Wir wechseln wieder die Waffe zum Kraftschwert. Zu der stärksten Waffe, die es weitgehend gibt. Zumindest hier. Jetzt. Mensch. Yay, die Framerate. Meldet sich auch die in diesem Teil wieder. Sehr gut. Aber man muss sagen, jetzt geht es mittlerweile. Irgendwie sind wir hier komplett falsch. Oder fällt mir das bloß so auf? Mal da lang, da sind wir falsch. Was ist das denn? Oh, wie niedlich.
niedlich. Schigi, Schigi. Und es spuckt Aquaknarre. Ich will es. Meins. Wo komm ich denn rauf? Ich will mir einen Schigi fangen. Ach, da nicht. Und da haben wir einen Karpador. Ja, ich mache sehr viel Werbung für Pokémon. Nach unten, nach unten, nach unten. Da ist die Wüste. Da ist auch Wüste. Wenn Sie nach links blicken, sehen Sie Ozean. Wenn Sie nach rechts blicken, sehen Sie Wüste. Ach, und nebenbei lauter Kreaturen, die wir alle nicht kennen. Guten Tag. Da wäre auch eine Höhle. In der wir jedoch schon waren. Irgendwie schwimmen wir im Kreis. Da kommt mir das nur so vor. Jupp. Es kommt leicht hin. Déjà-vu. Währenddessen können wir zusammen, keine Ahnung, ein Lied anstimmen. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Und ja, ich kann wirklich exzellent singen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Schnee? Ey, das kann doch nicht sein. Hier muss es doch irgendwo einen Weg nach oben geben. Da ist auch noch eine Insel. Ja, Doro-Attacke! Da kann sich das Schlachtschiff Bismarck ein Beispiel geben. Doro-Attack! Schneckenhäuser! Gab es wohl Schnecken zum Frühstück? Dann gehen wir darauf. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Vielen Dank. Verwandtschaft! Nee. Oh, falsche Waffe. Oder andere Waffe. Ach, verdammt. Vielen Dank. Gehen Sie Fuß. Gehen Sie Braten. Also, warum die Füße? Warum Füße? Warum nicht ganze Gänse oder so? Warum gerade die Füße? Na toll. Berserker-Modus können wir gar nicht die Seite wechseln. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Hallo! Vielen Dank. Geben Sie mir bitte dieses komische Ding. Hihihi! Hihihi! Mein Gott, die sind richtig cool, diese Viecher, nicht wahr? Diese komischen, grässlichen Teile. Oh! Hihi! Wasser gefunden, Lebensmagie wieder aufgepumpt und auch die Magiepunkte. Entschuldigen Sie, ich stand im Weg. Aber Sie stehen mir auch ein wenig... Nein! Also ich sehe heute wieder mordsgut aus. Hallo? Bleib da. Stirb! 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 Ja! So. Dann ist dieses Problem auch erledigt. Pumpen wir nochmal. Dann hangeln wir uns mal darüber. Mal gucken, wo es da lang geht. Da ist gar nichts. Und da auch nicht. Da ebenfalls nicht. Nur ihr. Hallo. Gehen Sie Fuß. Ja, ziehen zu dir. Macht er noch nicht genug Schaden? Wir sind gleich da. Gleich? Nein, doch nicht. Schwimmende Gesteinsbrocken und Schigis!
Stiggi! Komm her! Oh, wie niedlich! Mensch, was können wir alles wegschmeißen? Penn mal eine Runde. Aua! Ach, wie viel dieser Schlaf wirkt. Nein! Da war's! Ich will's wieder! Dann gehen wir mal hier hindurch. Mein Gott, schifft es bei uns hier. Man könnte denken, es schlägt gleich der Blitz ein. Und ich sitze immer noch vor dem Rechner. Da können wir ja wieder was verkaufen. Ein paar Opale. Jemand schon aufgefallen, dass Opale mehr wert sind als Kristalle? Ein Knochenschlüssel. Wo den Keeper 200 hat. Man könnte jedes Mal wieder einen nehmen und man könnte ihn für 2 Goldstücke verkaufen. Wahrscheinlich leidet Keeper ein wenig unter Gedächtnisschwund. Wie habe ich jetzt den Schlüssel gegeben? Ah, ich habe noch einen. Ich glaube, das reicht auch, was wir jetzt da verkauft haben. Da ist eine Burg. Ich wüsste gar nicht, dass es hier eine Stadt gibt. Gibt es hier eine Stadt? Seit wann das? Oder ist das Wendel? Das ist Wendel, genau. Das war Wendel. Glaube ich. Nein, doch, war schon Wendel. Auch hier, zu Land und zu See, ist unser Held in Spee. Dann gehen wir da lang. Da lang. Dort hindurch und dort und die da, du, du, die. Der Morgenstern ist eine wunderschöne Waffe. Schigi! Entschuldigung. Tut mir extrem leid. Ihnen auch. Waffe! Waffen! Eine Lanze! Die kaufen wir auch gleich. Vielen Dank. Mr. Stripper? Eine Lanze. Die dürfte um einiges mehr Schaden machen. Denke ich jetzt einfach mal. Tut sie auch, 89. Stirb! Nun gut. Ja. Also das ist alles Pro-Gaming. Das sieht immer nur so aus. Als ob ich Schaden nehme. Ach Schmann, ich habe keine Pickel mehr, weil ich den Morgenstern habe. Dann boxen wir uns einfach mal da durch. Und dürfen jetzt endlich mal die Höhle finden. Ich brauche eine Folgenpause. Also, die Folge braucht eine Folgenpause. Können Sie? Nein, nicht schon wieder. Und ich glaube, meine Lebensanzeige braucht auch schon langsam mal eine Folgenpause. Warum ich eigentlich die Salbe nicht mehr hernehme, ist ein Rätsel. Nehmen wir wieder die Lanze. Und stoßen den da mal. Ach, das hat ja super funktioniert. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, das ist nur ein Magielan. Wir gehen einfach weiter. Und zerbröseln mal diese komischen schwebenden Steine. Mondgestein. Könnten Sie mir bitte mal sagen, wo es hier weitergeht? Ach, er hat seinen Freund geholt. Wo geht es hier weiter? Vielleicht darunter? Nein. Nö. Nö, gibt es gar nichts. Gibt es nur Krokodile im Wasser? Tote Krokodile im Wasser natürlich. Ach, du schon wieder. Dann gehen wir halt mal wieder zurück. Jetzt komm, ich brauche eine Folgenpause. Möchte ich vor der Höhle haben. Mensch!
Danke. Was willst du? Mensch, kennt ihr das Gefühl, ihr wollt einfach nur zum Beispiel in der Schule oder während eurer Arbeitszeit einfach mal die Pause genießen? Und ihr könnt es einfach nicht, weil ständig irgendwas anderes ist? Ist zwar ein blödes Beispiel jetzt für die Schule, aber ist doch beknattert einfach. Das Leben könnte so schön sein. Lebensenergie gefunden. Da ist die Höhle, ich will da rein. Also, ich will ja nicht rein eigentlich. Obwohl doch, unser Held mag Höhlen. Bitte lassen Sie dies und dies und jenes. Ich lasse mich nicht schon wieder von einem Gänsefuß in ein Schwein verwandeln. Ja, Gänsefüße kennen Menschen in Schweine verwandeln. Müssen wir da lang? Nein? Doch. So müssen wir doch. Hindurch. Sieht man 2 Sekunden nicht hin? Nein! Warum machen mich diese Teile gleich übel? Und du? Warum gehst du mir so auf den Senkel? Gut. Auf zur Höhle, würde ich sagen. Und was genau in dieser Höhle ist, erfahren wir in der nächsten... Nun gut, wir wissen ja eigentlich, was in der Höhle ist. Aber wie die Höhle halt aussieht. Okay, sie sieht wie eine Höhle aus, aber... Ach, egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.